Leute, willkommen zum ersten Rennen des Spezialcups mit Luigi. Wie versprochen, geht's jetzt hier weiter. So, zack, die Wolkenstraße ist die erste Strecke. Bin schon sehr gespannt auf den Spezialcup, der schwierigste von allen. Ha, roter Panzer gleich mal, super. Einmal den abgeknallt hier und ich wurde auch abgeknallt, fies. Da geht's ja schon mal rasant los hier. Ja, wie gesagt, zuletzt habe ich ja den Sterncup mit Rosalina gewonnen. Da wurde Iggy freigeschalten als Fahrer. Aber ich habe mir gedacht, Luigi ist mir persönlich irgendwie lieber. Oh, und Ludwig hat eine Piranha-Pflanze. Ganz schön fies. So, und jetzt geht's hier mal ab in eine Gewitterwolke. Oh Gott. So, und hier kannst du natürlich blitzen. Ja, Vorsicht, ja. Man sieht wenigstens, wo die Blitze einschlagen werden. So, Vollidiot. Okay, dritter Platz ist nicht schlecht. Ja, ihr seht, jetzt habe ich mal Wolkenballons. Die sehen ja auch nicht schlecht aus. Und ja, ich habe kleine türkise Reifen, aber gedacht, ich muss das mal ein bisschen... Wow, na klar, voll in die Bobbomb reingefahren. Du Arsch, ey. So, Mario, du hast jetzt mal Ruhepause. Ey, na klar, hat mir voll das Item geklaut, der fiese Ludwig. Eigentlich wollte ich ihn ja gerne mal freispielen, aber habe ich leider noch nicht. Ha, Abkürzung. So, eine ganz kleine Mini-Abkürzung. So, ich bin wieder Erster. Nein, jetzt bin ich Zweiter. Warum? So, Bananenschale. Ha, Panzer abgewehrt. Gut, jetzt bin ich wieder Erster. Mal sehen, ob ich das jetzt auch mal bleiben kann, ob ich die Position halten kann. So. Schön die ganzen Tourpfeile hier benutzen. Bevor der Blitz einschlägt. Jawohl, super. Und was habe ich? Bananenschale. Naja, jetzt ist Mario schon wieder Zweiter. Hab ich gerade gesehen auf meinem Gamepad. Mir das alles schon angezeigt, wer auf welchem Platz ist. Und jetzt ist es wieder Daisy. So, letzte Runde, Leute. Letzte Runde und ich bin Erster. Jetzt muss ich es nur noch als Erster ins Ziel schaffen. Das wäre natürlich super. So, wow. Aber es kann noch alles Mögliche passieren. So, jetzt fahren wir mal hier links. Ist eh wurscht, voll so ein Luftschiff und Bowser. Ich habe gar nicht gesehen, fährt der eigentlich mit? Nö, Bowser selber fährt gar nicht mit. Naja, aber dafür ein paar von den Kupferlingen. So, Turbo. Boah, wo ist das Blitz? Turbo, noch ein Turbo, so. Okay, Daisy ist auf dem zweiten Platz, Mario ist auf dem dritten Platz. Oh mein Gott, sie hat einen roten Panzer, aber ich habe einen grünen, ich kann mich schützen. So, und... Yes! Erster Platz, Leute! So beginnt der neue Part doch super! Luigi, du bist einfach spitze, auch wenn dein Kart ein bisschen merkwürdig aussieht. Komische Zusammenstellung, ich weiß. Aber von den Werten her gar nicht mal so übel. So, und nächstes Rennen! Alles klar, das zweite Rennen in den knochentrockenen Dünen. Alles voller Sand. 3, 2, 1 und Turbostart, go! So, ich habe mich dann nämlich irgendwie doch gegen das Bike entschieden, weil ich habe irgendwie ja Angst, dass ich im Regenbogenboulevard aus den Kurven fliegen könnte mit einem Bike, weil das ist ja die letzte Strecke dann. Und die ist ja bekannt dafür, aber dass man leicht aus den Kurven fällt. Und ich glaube, mit einem Bike ist man da vielleicht nicht so gut, ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, lieber wieder ein normales Kart nehmen. Ist vielleicht besser und... Knochenpiranha-Pflanze? Ist klar. So, Feuer, roter Panzer und ich fahre mal hier lang. Ah, immer wieder Turbo. Juhu, Antigravitations-Turbo. So, los, nochmal. Ja. So, vierter Platz. Na, ich muss noch weiter nach vorne. So, Lampe an. Genau, Scheinwerfer an. So, warte, hier werde ich mal abkürzen. So. So gut abgehört habe ich jetzt leider nicht. So, gib Gas, Luigi, zweite Runde. Immer noch auf dem vierten Platz. Nein, das geht so nicht. So, Bananenschale, Vorsicht. Ha, drei rote Panzer, super. Das kann ich jetzt gut brauchen. So, Daisy, verpiss dich. Danke, Erster. So, muss ich nur noch bleiben. Muss ich nur noch Erster bleiben. So, jetzt fahren wir mal hier außen lang, ist eh wurscht. So, warte. Ah. Ich glaube, wenn man hier langfährt, ist es besser, als wenn man da drüben langfährt, weil ich glaube, da wird es keine Boosts geben. Habe ich zwar keine Ahnung, aber kann ja sein. So. Immer noch Erster. Daisy ist Zweite. So, Licht an.
Wow. Alter, Knochen trocken. Lass mich bloß in Ruhe. Und yeah. Wow, wow, wow. So, letzte Runde, Leute. Und ich bin wieder mal Erster. Jetzt muss ich es nur noch bleiben. Komm schon, Luigi, du schaffst das. Du schaffst das. Ey, wehe, wenn jetzt ein Stachelpanzer kommt, ey, dann werde ich aber sauer. Bloß nicht. Das kann auch nicht jedes Mal sein. Das war das eine Mal in dieser Steinblockruine da. Da war das richtig schlimm. Kurz vor dem Ziel in der letzten Runde hat mich so ein Stachelpanzer erwischt, dann bin ich natürlich nicht mehr Erster geworden. So. Jetzt noch eine Superhupe, wäre geil. Ah, eine Münze. Toll. Eine Münze. Nein, da kommt der rote Panzer. Nein! Wer war das? Luigi, gib Gas. Schnell, fahr. Fahr, 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 fahr. Schneller, schneller, schneller. Nein, nein, nein. Daisy, diese olle Bitch hat mich überholt. Ist ja fies. Jetzt sind wir auf demselben Platz. Wo ist denn die jetzt auf einmal dahergekommen? Oh, fies. Naja, kann man nichts machen, nächstes Rennen. Wow, das dritte Rennen bei Bowser's Fest verspricht spannend zu werden, Leute. So, 3, 2, 1 und let's go! So, es wäre natürlich gut, wenn Daisy jetzt weit, weit hinten dann in der Wertung liegt, also wenn das Rennen vorbei ist, dass sie einen der hinteren Plätze belegt, weil dann kriegt sie nicht so viele Punkte. Dann wird sie mir auch nicht so gefährlich. Oh mein Gott, Alter, alles voller Feuer. Nein, nein, Michi, was war das denn? Oh, jetzt bin ich gerade unten. Okay. Das war jetzt auch nicht so toll. Aber Bowser's Strecken sind nur dafür bekannt, viele fiese Fallen zu haben. So, ich bin Zweiter. Hey, nicht schlecht. Erster. Ui. So. Jetzt will ich noch kein Erster bleiben, ne? Also gerade mal die erste Runde. Da kann auch viel passieren, Leute. Da kann auch viel passieren. So, ein Panzer. Da kann mich ein bisschen schützen. Ja, oder auch nicht, wenn ich von einem Geowatz platt gemacht werde. Ja, jetzt auf einmal kommt... Okay, gut, der rote Panzer ging vorher kaputt. So. Ja, na bitte, Daisy ist jetzt eher weiter hinten. Und, oh, Laser. Die waren vorher noch nicht aktiv. Ah, rot... Na klar, ein roter Panzer, wenn ich Erster bin. Naja. Falls mich irgendeiner überholen sollte, kriegt er den aufs Maul. Oh mein Gott, ein riesiger Morgenstern. Ist klar. Ist klar. So, Vorsicht vor dem Feuer. Alter, was macht die Bossestatter da? Die haut mir eine runter. Ah, Panzer abgewehrt. Das haben die sich so gedacht. So, immer noch Erster, Leute. Immer noch Erster. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man auf 150 CCM fährt, ist auch die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass man von einem Stachelpanzer erwischt wird. Wow, das war jetzt knapp. Das war jetzt gerade richtig knapp. So. Okay, Daisy ist dritte, Marius zweiter. Es wäre mir wirklich lieber, wenn Daisy auf einem hinteren Platz landet, dann ist der Punkteabstand wieder ein bisschen größer zu ihr. Also ihre zu meinen, natürlich. So, oh, Vorsicht vor dem Feuer. Und vor dem Morgenstern, aua. Fies. Los, Luigi, gib Gas. Gib Gas. So, die haut hier mal hin, genau. Wechselt die Richtung und ja, super. Alter, die Musik ist hier richtig geil. Die ganze Strecke ist geil. Geil, aber gefährlich. So. Jetzt nur noch Vorsicht vor den Felsen. Nein, wer war das denn jetzt? Fiese Blitz. Aber ich glaube, ich schaff's noch ins Ziel. Schaffe ich es ins Ziel? Komm schon, komm schon. Los, 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 los. Und ja! Fertig. So, erster Platz. Und Daisy ist nur Vierte geworden. Ha! Na bitte, das nenne ich jetzt mal Glück. So, 42 Punkte habe ich, Daisy hat 36 Punkte, Mara 32 Punkte. Aber jetzt kommt es drauf an, Leute. Jetzt kommt der Regenbogen-Boulevard von Mario Kart 8. Den stelle ich mir ziemlich schlimm vor. Oh, ich hoffe, ich fliege nicht so oft aus den Kurven raus. Das wäre schon ziemlich blöd dann. Also ich muss auf einem der vorderen Plätze landen, sonst habe ich keine Chance. Also, das letzte Rennen, Leute.
Letztes Rennen, der Regenbogen-Boulevard, der sieht immer hammergeil aus. 3, 2, 1 und let's go! So, Gott, na hier muss ich jetzt echt in den Kurven aufpassen. Wenn ich hier rausfalle, ist das überhaupt nicht toll. Wow, Wario ist mal erster, interessant. Oh, Vorsicht. So, Mario hat mich zwar überholt, aber egal. Ah, so, ah, geil. Turbo! Nochmal Turbo, so. Yeah, Alter, die Strecke sieht einmal mega geil aus und oh mein Gott. Jetzt wird's gefährlich. Piranha-Pflanze ist gerade dabei. Oh Gott, Vorsicht. Mein Gott, lieber ein bisschen langsamer fahren. So, schön in die Kurven legen, in die Kurven. Ja toll, jetzt krieg ich eine Piranha-Pflanze. Obwohl, warte mal, erwische ich dich, Mario? Krieg ich dich mit dem Ding? Ich glaube eher nicht, nein. Boah, Vorsicht. Boah, jetzt bin ich fast aus der Kurve geflogen, aber nur fast. So, Wario hat mich leider überholt, der fiese Fetti. Ah, Windschattenbonus, Edgy Badge, das kennst du wohl nicht. Ah, and oh shit! Ich würde sagen, eine Superhupe. Ah, jetzt bin ich Vierter, das ist nicht so toll. Vor allem Daisy ist vor mir, Daisy darf nicht vor mir sein, die muss hinter mir sein. So, jetzt ist das hier innen, okay, wuhu. Jetzt fahren wir mal rechts lang. So, jetzt lande ich hier in der Spur. Oh, ja klar, jetzt in der Kurve im Turbo-Bild zu werden, wäre ein bisschen ziemlich blöde. Aber jetzt vielleicht. So. Und nochmal. So. Aus der Bahn. Jetzt komme ich. So. Mario, hau bloß ab. Nein, nein, nein. Kein roter Panzer. Ha! Danke, der hat Mario getroffen. Geil. So. Letzte Runde, Leute. Ich bin Zweiter. Das ist nicht schlecht. Und vor allem erstes Wario. Und nicht... nicht Daisy. Ich lasse mir jetzt die Bananen. Ich schütze mich vor Panzern. Ja, außer von Stachelpanzern natürlich. Aber ich hoffe dann mal, dass keiner kommt. So, ich will lieber hier lang. So. Hier oben ist es mir irgendwie lieber zu fahren. Nur nicht aus der Kurve fallen, Luigi. Nur nicht aus der Kurve. Vorsicht. Boah, Banane knapp umfahren. Bananenschale. Oh Gott, Leute, ich könnte das noch gewinnen. Ich muss das gewinnen. So, schön eng die Kurve nehmen. Und, oh mein Gott, Leute, schaffe ich es? Ja! Erster Platz! Ich fass es nicht. Aber irgendwie war das Strecke ein bisschen cool. So, Daisy ist Zweiter, aber Leute, ich habe gewonnen. Ich habe die meisten Punkte. Super. Einfach nur geil. Glückwunsch. Alter, sogar mit 2 Sternen. Du hast einen neuen Charakter freigeschaltet. Und einen neuen Stempel erhalten. Alter, der Pokal sieht einmal hammergeil aus. So eine riesige Krone in Gold. Mit 2 Sternen, das haben wir noch nie geschafft, das ausgerechnet beim Spezialcup. 150 CCM, Leute. Einfach nur super, so Luigi, du bist der Beste. So gut war ich ja bisher noch nie. Daisy weit, weit abgeschlagen von den Punkten. Einfach nur Hammer. Ich bin ja überall Erster geworden, nur nicht bei der zweiten Strecke, da bin ich Zweiter geworden. Also, ich hätte echt jetzt nicht geglaubt, dass ich beim Regenbogen-Boulevard Erster wäre. Also das Kart, was ich mir zusammengestellt habe, war eine richtig geile Idee. Super. So, und wen haben wir jetzt noch freigeschalten? Das will ich nämlich noch wissen. Da seht ihr es euch an, hier ist überall schon mal Goldpokale hier, richtig super. So, und der neueste Fahrer ist... Morten! Okay, wieder einer der Koopalinge. Ich frage mich ja nur, wer ist das hier oben? Wer ist dieses Fragezeichen? Ah, naja. Okay, gut, die regulären Cups sind geschafft, das heißt, als nächstes kommen dann die Retro-Cups dran, Leute. Mal sehen, mit wem ich die machen werde. Also, mit Morten wollte ich eher nicht, weil der ist wieder ein schwerer Fahrer. Ich glaube, irgendwie... Ich will schon mal gerne mit einem der Koopalinge fahren, aber da warte ich immer noch, bis ich Ludwig freigeschalten habe. Der ist mir am liebsten mit den dunkelblauen Haaren und so. Der sieht cool aus. Aber okay, Leute, das war's mit dem Spezial-Cup. Also, Luigi, du bist wirklich super, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal bei Mario Kart 8. Da fangen wir dann an mit den Retro Cups. Das sind richtig geile Strecken aus früheren Teilen dabei, die sie geremaked haben und die super duper geil jetzt in HD natürlich aussehen. Also freut euch schon mal auf den nächsten Part bei Mario Kart 8. Macht's gut, Leute. Tschüss!